Irgendwo da hinten. Naja, erstmal müssen wir das. Hast du je bessere Arbeit gesehen als die von Onuris? Ich wünschte, ich könnte mir seine Waffen leisten. Hast du die Schlange von Serapis gesehen? Er ist so leicht wie eine Feder. Danke, dass du sie auf. Zack. Das ist. Der hier Breakdance oder was? Das ist mein Handwerker. Die Kleinen sind endlich eingeschlafen. Danke, dass du auf sie aufgepasst hast. Bitte. Über Serapis, über sie wachen und ihnen süße Träume. Serapis, Mann von Isis, Gott der Toten, der diesen Schweren in den Nil getaucht hat, um ihn leichter zu. Was für eine Geschichte. Ist einfach zu viel für sie. Ah, die Schlange von Serapis. Du kennst seine tragische Geschichte? Nicht die ganze. Oh, er war ein wahres Meisterwerk. Der Schaft, umwickelt mit wassergehärtetem Leder. Die Spitze, geschmiedet aus himmlischem Metall. Ich würde ihn gerne sehen. Unmöglich. Ich fertigte ihn für einen von Apollodoros Hauptmännern an, als ich in Sais lebte. Doch Sephetos Männer ermordeten ihn. Deshalb verließ ich die Stadt. Sephetu? Ja, Sephetu, der Feuerteufel, der mit Feuer und Furcht in Sais regiert. Einer seiner Stiefellecker stahl den Speer mit meinem Zeichen darauf. Unerhört. Kannst du ihn nicht zurückholen? Der Mann ist zu weit weg. Er ist auf einer von Sephetos Trieren auf dem Mariotsee. Ich hasse Tyrannen. Meine Reisen führen mich durchs ganze Land. Wenn ich ihn treffe, suche ich nach deinem Speer. Nichts wäre mir lieber, als von seinem Sturz zu hören. Wenn du es schaffst, gehört die Schlange von Serapis dir. Okay. Einen Kilometer. Gibt's hier ein Boot? Die haben doch hier bestimmt irgendwo ein Boot stehen. In welche Richtung muss ich denn? Ich muss da. Wie kommt ihr inzwischen zurecht? Das ist wohl in die falsche Richtung. Ich muss in die andere Richtung. Egal. So, funktioniert. Ich bin voll des Nilpferds. Dieses Boot, das ist so schwer zu lenken. Also das andere Boot hier mit dem Segel finde ich weitaus angenehmer zu fahren. Muss ich ehrlich sagen. Was ist denn jetzt? Wie gesagt, doch, das blöde Nilpferd. Was hol den. Das ist okay, das ist durch. Deutsch. Hol den Schlangen von Serapis. Ey. Das gibt's nicht! Hier, lass mich mal. Steigen hier. Ich nehme mal das Boot. Na komm, geh rüber. Das ist besser. Jawoll. Das geht auch viel besser ab. Das geht schon wieder. Bestimmt ein Krokodil. So, dann suchen wir mal das komische Militärschiff. Ist das hier vorne? Nee. Wir haben's. Also auf und davon. Riesen Verkehr hier.
Ort wird schwer bewacht. Ah. Siehst du schon etwas? Nein. Wonach suchst du eigentlich? Ärger. Oh. Noch ein gottverdammter Rebell! Was? Da bist du ja! Stirb, du Wurm! Was brennt hier was? Kopf ab! Alter, hab ich dem echt den Kopf abgehackt? Ah ne, der steckt doch schon bloß im Holz drin. Hey, was ist los? Ist hier einer? Die sind aber bloß Level noch was. Hä? Da alle getötet. Wer schießt denn da auf mich? So, tun wir mal den Druck bestätigen. Dieser Speer ist wunderbar. Ganz klar das Werk dieses Meisterschmieds aus Zau. Die Schlange von Serapis ist wahrhaftig eine Waffe für die Götter.